Ja, da sind wir mal wieder bei Pokémon Heart Gold. Ja, es ist schon einige Zeit her, dass ich aufgenommen habe. Ja, aber ich muss diesen Part jetzt zum dritten Mal aufnehmen. Das Ding hat mir zweimal hintereinander diese Aufnahme zerschrottet. Ich verstehe nicht warum. Na gut, was soll's. Nehmen wir nochmal Lichtkanone mit. Inzwischen weiß ich, dass es leider von mir keiner lernen kann. Was ich schade finde, würde ich gerne beibringen. Okay, und ich habe immer noch nicht gemerkt, dass hier Latinia ja sinnlos ist. Naja. Gut, passiert schon mal, ne? Ach, Kehrtwende, toll. Jetzt wechselt es zum anderen Hugelupf. Sag ich ja. Okay, also, Flammenwurf, Flambieren war das. Ja, die Lust an diesem Part hier ist ein bisschen gering, weil ich ja schon alles kenne. Was man machen muss, dreht sich ganz ums Kraftwerk hier, der Part. Und von daher wird es auch nicht so viele Überraschungen geben für mich jetzt. Ja. Ich wollte eigentlich endlich mal bis zur Arena durchdringen, aber ja, wenn das irgendwann zerschrottet wird und da kann man immer wieder eine 50 erreicht und es nichts bringt. Nee. Sorry. Und ich habe den Timer vergessen. Ich hasse es. Mann. Dürfte jetzt eine Minute sein oder so. Anderthalb. So, okay. Jetzt kann ich Venus vorne lassen. Hier finden wir. Was war das? Ein Trank, glaube ich. Ja, Top-Genesung ist ja ein Trank sozusagen. Und der Wanderer, der hatte. Hat der drei Georocks? Nee, Onix und. Und irgendwas anderes. Ich glaube, doch kein Georock gewesen sein. Werde ich gleich sehen. Auf jeden Fall kein Problem für Satenia und so weiter. Diktri, ja, das war's genau mit Erdkräfte. Und Erdbeben, okay. Erdbeben ist sogar stärker noch als Erdkräfte. Naja, was soll's. Auch das hat keine Chance. Zwar schneller, aber bringt ihm auch nichts. Ach ja, ist das spannend, wenn man alles kennt. So, jetzt gehen wir nochmal hier rum. Und nach oben. Und dann können wir hier hoch surfen. Einen Schutz reinhauen. Spannend, ne? Finde ich auch. So, jetzt einfach ein paar Schritte nach unten. Da kommt dann ein Feld. Hier sind aber keine Items drin. Habe ich auch schon ein paar Mal nachgeguckt. So, ich muss nur mit dem Direktor reden. Mit anderen bringt nichts. Der mit seiner Gefühlsachterbahn. Ja, okay. Jetzt kommt ein Anruf. Jetzt geht er zu dem Typen hier oben hin. Ja, ich kenne das alles schon. Ja, Team Rocket ist in Azuria City angekommen. Und zwar in der Arena. Gut, fliegen wir da mal hin. Was bleibt auch anderes übrig als hinfliegen? Da kommt der ausländische Team Rocket. Ich finde den ganz cool eigentlich. I'm not full, thank you. Oh, you're busy. Okay, then, just go. Yeah, seen you, but, yeah, you made a mistake, but, well, I have seen you. So, well, I think I'm gonna follow you. Well, why? Because, yeah. Well, why? Because. Ja, ich glaub's auch. Ja, auf jeden Fall ist er hier. Versteckt sich jetzt zwischen den beiden und kämpfen. Ja, der einzige ausländische Team Rocket. Naja, gut. Auf jeden Fall, wenn wir ihn besiegt haben, sagt er uns, wo die Spule ist fürs Kraftwerk. Ja, und der hat nur ein Goldbart auf Level 39, war das, glaube ich. Richtig. Ja, man merkt sich so ein paar Sachen schon mal. Naja, das schneide ich einfach ein bisschen. Hatte so keine Chance. Ja. Giftzahn ist zwar macht da gut Schaden, aber bringt ja nichts, weil du mich nicht vergiften kannst. Ja, und somit war es mit dem Robert auch schon. Seit 10 Jahren ich 49.
Team Rocket Rüpel ist besiegt. Ich bin eine Erdbeere. Und ja. Und jetzt realisiert er, dass Team Rocket aufgelöst wurde. Alle weg. Ja. Ja, geht zurück nach Großbritannien. Tschüss. Okay. Dann machen wir das jetzt auch weiter. Wir holen schnell die Spule. Das war ein Mega-Lag. Hier ist die Spule. Das laggt schon wieder. Einen Moment. Naja, mal sehen. Okay, jetzt auf jeden Fall raus aus der Arena. Und ja, ich heile mal kurz, weil auf dem Weg gibt es sowieso keine Kämpfe mehr. Dann schon mal für später. Und dann können wir ja wieder zum Kraftwerk die Spule abgeben. Nö. So, lauf, kleiner Mann, lauf. Ich habe noch die alten Wege im Kopf, wie man früher hier lang kam. Auch wenn der Zerschneiderbusch da gar nicht mehr ist. So, und jetzt wieder hoch. Einen Schutz rein. Ich glaube, wenn ich das Kraftwerk-Rätsel gelöst habe, taucht hier Zapdos auf, oder? Also hier vorm Kraftwerk, oder? War das nicht so in etwa? Weiß ich nicht mehr, ist auch egal. Ich werde später schon noch alle Legendären fangen. Damit das LP auch ja nicht zu kurz wird, ne? Ja. Wir haben seine Spule gefunden. Dafür erhalten wir TM 51. Ladestrahl. 57. Na, schade. Okay. Auf jeden Fall Ladestrahl. So toll ist die aber nicht. Stärke 50. Ja, kannst du auch lernen? Ich glaube nicht. Nö, kannst du so keiner lernen. Mein Team ist total unfähig, irgendwelche VMs zu erlernen. TMs. So ist das leider. So, okay. Dann jetzt zum dritten Mal gehen wir nach Norden von Azuria City. Da muss ich auch kurz gucken nach Items, was ich habe. Oh, sieht doch gut aus. Ich habe ein Calcium. Das kann Agrion haben. 51 Hyperbälle, das muss reichen. Ja, man wird vielleicht wissen, wenn man das Spiel kennt, was denn dort oben warten könnte. Naja, das werdet ihr schon sehen dann. Ja, die beiden wollen nicht gestört werden. Da oben war nichts, ne? Nein. Also, fangen wir an mit der Nugget-Route. Okay, ob es ein Nugget hier am Ende gibt, weiß ich nicht, aber... Normalerweise sind die auf der Brücke. Von daher nenne ich es einfach mal Nugget-Route. Ja, heil dich mit deiner Zitrubeere. Ist das eine Zitrubeere? Okay. Ach genau, und Bärenkräfte war sehr effektiv auf Sarzenia, aber... Tja. Warum auch immer. Ich verstehe Bärenkräfte nicht. Die ganzen Stärken und so weiter. Ich will es auch nicht verstehen. Ist sowieso ein schwacher Angriff. So, und der nächste. Jetzt wird's ernst, genau. Und dann irgendwann machst du schon schlapp und also was. Knuddeluff, das geht mir eine Laubklinge down, das weiß ich noch. Wobei ich mir nie sicher war, ob es reicht. Aber im letzten Mal hat es gereicht. Und Granbull. Ja, da setze ich Bagato ein. Weil Granbull Bedroher hat. Und das mag ich nicht. Naja. Das hält's dann aus. Aber ich glaube, hoffe, das killt sich damit jetzt selbst. Ja. So ein Pech aber auch. So, wenn ich raten dürfte, sind wir jetzt bei 11 Minuten. Dann mache ich noch ein bisschen weiter.
Mich besiegst du nicht so leicht. Okay, dann besieg ich dich mal ganz leicht. Tangela. Ach genau, da hat er seit 10 Jahren nicht so viele Chancen. Ich setze mal den Mega ein. Erstmal Spukball. Weil Kehrtwende es nicht besiegen würde, glaube ich. Oder wir besiegen es mit einem Spukball. Das geht natürlich auch. Warum nicht? Und Aquana. Ich muss mal ganz kurz pausieren. Bis gleich. Okay, falscher Alarm. Ich dachte, es wäre irgendjemand. Hätte mich gerufen. Langsam höre ich Stimmen. Na gut, was soll's. Autsch, das könnte wehtun. Ah ja, na geht so. Hätte schlimmer sein können. Ja, Spukball. Ja, mach nochmal Overstrahl, war klar. Da ziehe ich jetzt nur noch... Ah, toll. Die Angriffsenk kommt mir ja gerade genau gelegen, wo ich Kälfern ersetzen wollte. Mann. Ja, hätte gereicht. Scheiße. Mäh. Doofes Teil. Was macht jetzt Aurora-Strahl? Na gut, dann Imperator. Irgendwie ist der Ton ein bisschen leiser als vorher. So, jetzt müsste er wieder etwas lauter sein. Ja, Aquana besiegt. Mache ich noch einen Trainer. Erstmal nehme ich die Mutter noch an. Nee, ich glaube, ich ende den Part hier. Und hoffe einfach mal, dass mir Camtasia den Part nicht zum dritten Mal klaut. Also, in der Hoffnung, dass es klappt. Bis zum nächsten Mal.